In diesem Video möchte ich noch einmal auf den Workflow zwischen Texteditor und Browser zu sprechen kommen. Ich möchte dir empfehlen, ans Herz legen, dass du immer so arbeitest, dass du den Browser und den Texteditor gleichzeitig siehst. Schau, dass im Texteditor unter Datei automatisch Speichern aktiviert ist. Benutze das Live-Server-Plugin. Wenn es läuft, steht hier unten Port und eine Adresse. Und wenn das läuft, wird dein P5-Projekt im Browser immer dann aktualisiert, wenn gespeichert wird. Und gespeichert wird automatisch. Das heißt, du musst nichts mehr anklicken, keinen Refresh machen. Du kannst einfach programmieren und immer wenn du fertig schreibst, nach kurzer Zeit wird der Texteditor speichern und du siehst sofort die Änderung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Farbe ändere, dann gibt es einen Refresh, ohne dass ich etwas tippe. Es ist also nicht nötig, den Live-Server abzuschalten und wieder anzuschalten. Das Einzige, was dann passiert, ist, dass ein neues Browserfenster geöffnet wird. Das ist aber nicht nötig, weil ein Refresh passiert automatisch. Das ist der springende Punkt bei diesem Plugin. Halte auch immer die JavaScript-Konsole geöffnet, damit du siehst, wenn ein Fehler auftritt. Fehlermeldungen sind nichts Schlechtes, sie sind etwas Gutes. Sie zeigen dir, wo ein Fehler liegt. Und du kannst auch hineintippen, du kannst Dinge ausrechnen, du kannst überprüfen, ob eine Variable einen Wert hat, so wie du es vermutest, oder vielleicht etwas ganz anderes. Du kannst mit ConsoleLog bestimmte Werte in die Konsole schreiben und so weiter. Also schau, dass diese Konsole immer geöffnet ist. Und arbeite nie im Vollbildmodus. Der Vollbildmodus, das ist nur gemacht, um am Ende zu überprüfen, ob etwas so aussieht, wie du gehofft hast, wenn du den Canvas sehr groß machst. Ansonsten solltest du immer alles im Auge haben, deinen Code, den Canvas, alles gleichzeitig. Schau, dass sich die Fenster nicht überlappen, also nicht so arbeiten und dann, wenn du wechselst, dann siehst du nicht mehr alles, sondern investiere am Anfang 2 Sekunden darin, diese Fenster so anzuordnen, dass sie nebeneinander stehen. Keine Lücken dazwischen, wo dein Facebook- oder Twitter-Feed hindurchblitzt und dich ablenkt, sondern schön bündig und merke dir auch die Tastaturkommandos, die dazu dienen, von der einen Software in die andere zu wechseln, zum Beispiel Kommando Tab, so dass du auf Knopfdruck zwischen Texteditor und Browser wechseln kannst, ohne dass du extra das Trackpad berühren musst. In der JavaScript-Konsole hast du Buttons, die dazu dienen, bestimmte Meldungen zu filtern. Bei mir stelle ich jeweils ein, dass ich die Log-Nachrichten und die Fehlermeldungen sehe. Alles andere blende ich aus. Okay, wenn du das so einrichtest, bist du auf dem richtigen Weg. Viel Glück!